Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Zustand und Ausbau der Verteilernetze Elektrizität. Das ist streng genommen eine Veröffentlichung der Bundesnetzagentur, die jetzt vor ein paar Tagen rauskam und wir wollen mal ein bisschen drüber schauen. Das ist auf jeden Fall interessant für alle, die in irgendeiner Form sich mit den Stromnetzen in Deutschland beschäftigen wollen. Hier gibt es auf jeden Fall Informationen über den Stand und auch über die Ausbauplanung, die so bevorstehen, aber auch über die allgemeinen Rahmenbedingungen der Netzbetreiber vor Ort. Und spätestens da wird es wirklich interessant, wenn man auch nur in irgendeiner Art und Weise in der Energiewirtschaft tätig ist. Hier ist ein Bericht der Bundesnetzagentur und die BNSA führt hier, wie steht, jährlich eine Abfrage über den Netzzustand und geplanten Netzausbau der Verteilnetzbetreiber für die nächsten 10 Jahre durch und veröffentlicht dann eben auch hier eine Zusammenfassung. Zustand und Ausbau der Verteilnetze 2021. Hier ist schon mal so eine erste Zusammenfassung, kann man sich also anschauen, aber vor allem diese PDF ist natürlich spannend. 62 Seiten. Seltenes Vergnügen, dass wir ein so kleines und kurzes Dokument von der Bundesnetzagentur finden. Also einfach mal reinschauen. Bericht zum Zustand und Ausbau der Verteilernetze 2021. So wie immer erstmal ein bisschen leere Blätter und ein bisschen dann Inhaltsverzeichnis oder Zusammenfassung. Kann man sich auch anschauen, die Zusammenfassung. Aber wir gehen dann direkt mal in das Inhaltsverzeichnis ab Seite 9. Und weil es eben nur 62 Seiten sind, ist es auch nur eine Seite Inhaltsverzeichnis. Alles klar. Damit kann man sich mal auseinandersetzen. Bericht zum erwarteten Ausbau der Verteilnetze. Also interessant, was würde die nächsten Jahre folgen, so allgemein mal betrachtet für das Verteilernetz. Immer zu unterscheiden vom Übertragungsnetz, ganz klar. Höchstspannung ist da also außen vor. Dann Bericht zum Netzbetrieb. Also wie ist der Alltag, wie ist das Leben der Netzbetreiber? Ne? Allgemeines, Ausnutzung der Netze, Systemdienstleistungen, wie jetzt also Regelenergie, Redispatch und solche Geschichten. Also Anlagen, die reagieren können im Sinne von Netzdienlichkeit. Planungsgrundsätze für den Anschluss, Häuslebauer und Co. können es interessieren, aber genauso gut auch Anlagenbetreiber. Ne? Versorgungswiederaufbau, aber auch nur eine Seite, also viel zum Blackout steht da nicht. Digitalisierung, okay, dann Unterpunkte digitale Netzplanung und Einsatz von künstlicher Intelligenz, aber auch nur, das sind zwei Seiten, naja, okay. Sonstige Investitionen, okay, ein bisschen was. Also Bericht zur Entwicklung der Auslastung, ist auch natürlich super interessant, wie hoch ist denn also die Auslastung? Wenn wir bedenken, dass wir davor stehen, dass Elektromobilität eine große Rolle spielt und dass wir Wärmeversorgung stärker über Strom führen wollen, dann, naja, wird die Auslastung von Netzen tendenziell höher werden in Zukunft. Also ist es interessant, wo stehen wir denn aktuell und welche zum Beispiel Kapazitätsengpässe gibt es denn aktuell? Wie entwickelt sich hier die Ladeinfrastrukturintegration, ne, E-Mobilität? Wie entwickeln sich die erneuerbaren Anlagen, die ja nun auch nun mal schwankend produzieren, entlang der Wetterentwicklungen, Entwicklung von Ein- und Ausspeisung. Also alles sehr, sehr interessant. Wer jetzt nicht so sich durcharbeiten will, auch da immer die Empfehlung, geht halt zuerst ins Abbildungsverzeichnis oder Tabellenverzeichnis und schaut, welche Stichworte hier für euch interessant sind. Ne, wenn es halt Hochspannungsleitungen sind, dann kann man dann hier zurück auf Seite 17 gehen. Oder wenn es halt 450 MHz wegen Smart Metering zum Beispiel ist, Smart Meter Gateway Einbindung, dann halt auf die Seite und so weiter. Das ist so ein typischer Weg, wie auch ich mit einem Dokument arbeiten würde, wenn mich nicht unbedingt alles interessiert, was drin steht. Aber starten wir mal. Ja, erstens Bericht zum erwarteten Ausbau der Verteilernetze. Man kann jetzt diese ganzen Fließtexte natürlich prinzipiell durcharbeiten, aber naja, okay, muss man das unbedingt machen? Viel eher könnte man schauen, okay, stehen hier irgendwo interessante Tabellen, stehen hier irgendwo interessante Prozentangaben, aus denen man sich erstmal irgendwie durchkämpfen könnte. Und hier würde ich also spontan was sehen. Die erhaltenen Berichte, ne, bis zum Stand 31.12.20 decken in der Hochspannungsebene ca. 99% der Stromkreislänge ab. Ne? Also das Feedback, was die Bundesnetzagentur hier von den Netzbetreibern bekommen hat, ist im Hochspannungsbereich fast vollständig. In der Mittelspannungsebene ungefähr 73%, in der Niederspannungsebene etwa 67% der Stromkreislänge werden hier abgedeckt. Das heißt, 2/3 der Niederspannungsnetzbetreiber haben hier praktisch Feedback gegeben, was eingeflossen ist in diesen Bericht. Also das ist schon mal interessant, weil wir dann doch schon sehen können, dass ein Großteil des Netzes hier repräsentiert ist und dementsprechend wir damit auch arbeiten können, auch wenn nicht unbedingt unser Netzbetreiber vor Ort hier unbedingt praktisch Feedback gegeben hatte. Dann so ein bisschen, ja klar, was sind interessante Themen? Integration von Ladesäulen, keine Frage. Also, wichtig, wenn wir dann gleich noch sehen, welche
Netzbetreiber hier vor allem also auch relevant sind, da steckt natürlich auch eine DB Energie dahinter, eine Deutsche Bahn Energie, die natürlich einer der größten Netzbetreiber in Deutschland ist, keine Frage. Nicht wundern, wenn man jetzt immer mal wieder Deutsche Bahn Energie hier auch lesen wird. Man kann da mal ein bisschen scrollen und sieht zum Beispiel, alles klar, Verteilnetzausbau mit Erhöhung der Übertragungskapazität, also mehr Strom in Zukunft durchfließen lassen. Erwarteter Verteilnetzausbau mit Erhöhung der Übertragungskapazität. Bis 2031 2.500 Maßnahmen gefühlt, 11 Milliarden Euro oder 12 Milliarden Euro. Und dazu noch darüber hinaus weitere 16 Milliarden, also doch ganz starke Investitionen von über 27,5 Milliarden Euro über die nächsten 10 Jahre. Da ist schon einiges dahinter. Jetzt haben wir ja ungefähr 900 Verteilnetzbetreiber in Deutschland im Strombereich. Das heißt also nicht, dass irgendeiner einzelne so unglaublich viel investieren muss. Aber na gut, solche Infrastrukturen kosten sowieso immer sehr viel Geld. Also keine so mega große Überraschung. Aber durchaus positiv, dass auch relativ klar Investitionsmaßnahmen geplant sind. Und wie gesagt, ja, 2.375 Einzelmaßnahmen im Feedback zurückkamen. Das ist schon mal ganz in Ordnung. Dann haben wir ab und zu solche Grafiken, die dann nochmal das Ganze einordnen. Ja, ist es also wie hier Hochspannung, dann Hoch- und Mittel oder ist es nur Mittel, Mittel- und Niederspannung oder nur Niederspannung, wo hier also vor allem der Ausbau zu erwarten ist. Ja, diese Kombinationen von beiden, da ist natürlich einfach die Umspannung mit einberechnet, also auch die gesamte Infrastruktur drumherum, diese beiden Netzebenen zu bedienen. Und so kann man hier sich weiter durcharbeiten und Gefühle dafür kriegen, wo ist dann vor allem also ein Ausbau zu erwarten, wo sind hier die größten Investitionen, ne, wo man dann sagen kann, okay, diese einzelnen Ebenen an sich, HS, MS, NS, haben jeweils die größten Bereiche, die größte Investition im Hochspannungsbereich, das jetzt hier geringste in der Niederspannung, aber diese Zwischenebenen sind auch durchaus nicht zu ignorieren. Wir gehen aber mal einfach weiter. Ihr könnt euch das ja bei Bedarf wirklich selbst anschauen. Hier zum Beispiel gemeldete Verzögerungsgründe beim Ausbau. Das ist natürlich ganz spannend. Also wo kommt das Problem her, dass wir im Netzausbau gefühlt nicht unbedingt dort angekommen sind, wo wir hin müssten? Man sieht mal zum Beispiel eine Akzeptanz. Dunkelblau ist durchaus vorhanden, aber nicht das schlimmste Problem. Genehmigungsprozesse sind meistens für Verzögerungen der Hintergrund. Ja, Bürokratie in Deutschland. Der Übertragungsnetzbetreiber steht manchmal im Weg, auch eher selten. Interne Gründe, also der Netzbetreiber hat eine andere Aufgabe bekommen und muss die erstmal priorisiert bearbeiten. Das könnte so ein Hintergrund sein, relativ prominent. Baubeginn verzögert sich wegen, ne, Engpässen in der Lieferung und so weiter. Auch eher seltener Fall. Sonstige Gründe hauptsächlich, und das ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass die sonstigen Gründe fast eine Hälfte ausmachen, und die hier jetzt nicht so ganz klar aufgeführt sind. Aber immerhin gibt es ein kleines bisschen ein Bild dorthin, dass nicht unbedingt hier die Bürger das Hauptproblem sind für den Netzausbau in der Verteilnetzebene, sondern meistens irgendwelche internen Themen oder eben ja, das eine oder andere in Engpässen und Co. Plus natürlich die Bürokratie in Deutschland, ganz klar. Hier dann nochmal Feedback zu den einzelnen Netzbetreiberkategorien, könnte man sagen. Wir gehen aber jetzt einfach mal noch ein bisschen weiter. Hier sind zum Beispiel solche Karten, ne? 110 kV Hochspannungsleitungen und Engpassregionen. Also die grünen sind praktisch die Leitungen in dieser Ebene und die roten sind die Engpassregionen, wo also was gemacht werden muss. Und dann kann ich als Thüringer zum Beispiel sagen, okay, na, ich bin jetzt ungefähr hier, Gera, da ist also alles rot drumherum, alles klar. Wir haben also einen Engpass, super. Und hier ansonsten sind ein paar Leitungen, die also bei 110 kV, also Hochspannung, problematisch sind. Da, ja, daraus kann man sich natürlich auch was schließen, was den Ausbau angeht, weil wenn man das mal wieder rauskreuzt, sieht man, okay, das meiste ist ja aber offensichtlich im Norden. Und warum? Naja, im Norden haben wir tendenziell sehr, sehr viel Windenergiepotenzial. Und je größer die Anlagen sind, also je größer ein Windpark ist, je größer auch ein Solarpark ist, desto eher wird er auch auf einer hohen Spannungsebene angeschlossen. Und je eher könnte dann auch ein Engpass an dieser Stelle kommen. Gleichzeitig sind natürlich die meisten klassischen fossilen Kraftwerke nicht in dieser Ecke, sondern eher hier runterwärts, so grob West-Süd-West-Süd, wo wir vergleichsweise wenig Engpässe in der Hochspannung haben, weil hier die Leitung schon auf große Mengen aus Kohlekraftwerken und so weiter ausgerichtet war. Naja, ist halt tatsächlich
Ein ganz interessantes Thema. Hochspannungsnetzausbau, wer macht's hauptsächlich? Ne? Avacon als größter und dann schon die Deutsche Bahn Energie. Ne? Avacon, Edis, Westnetz, heute alles am Ende E.ON-Konglomerat, Stromnetz Berlin, ehemals Vattenfall, Hamburg ebenfalls ehemals Vattenfall, Bayernwerk wieder, genauso wie Schleswig-Holstein, E.ON-Konglomerat und dann kommen so die anderen wie ne, MDN aus Hessen, Rhein-Main, Rheinische, Mitteldeutsche, Sachsen-Anhalt. Netze BW, interessant, so weit unten oder hinten zu stecken, aber Baden-Württemberg ist halt auch nur ein einzelnes Bundesland am Ende des Tages. Und die TEN, wo ich ja herkomme, Thüringen, hier noch als kleinster genannt, der mindestens 100 Millionen Euro Investitionsbedarf hier also sieht. Weitere Grafiken, die ganz interessant sind, also kann man sich alles wirklich mal anschauen, wenn man sich auf einer gewissen Ebene mit dem Netzausbau und den Themen, die da so uns noch im Wege stehen, beschäftigen möchte, auch mit technischen Hintergründen, ist das alles durchaus nicht uninteressant. Ich würde es aber mal weitergehen, auch hier zum Beispiel ein Einsatz von 450 Megahertz, wo ja nun die wirkliche Aktivierung der Potenziale von Smart Meter Gateways dahinter stecken. Ne? Da sehen wir eben auch, dass das an vielen Stellen noch nicht wirklich ausgerollt ist. Ne? Wird eingesetzt, ist das Dunkelblaue, das ist hier immer der kleinste Bereich, im Aufbau auch noch relativ klein, geplant, relativ viele, kein Einsatz leider immer noch viel zu viel. 450 MHz ist ja nun eine Netzfrequenz oder eine Kommunikationsfrequenz, die exklusiv für die Energiewirtschaft übrig ist. Und über den Weg können wir am Ende in der Echtzeit Kommunikation der smarten Infrastruktur möglich machen. Viele planen es noch nicht mal. Naja, okay. Spitzenkappung ist dann auch wieder interessant. Wo ist da vor allem der Einsatz? Natürlich im ländlichen Gebiet. Kurzzeitunterbrechungen, das ist wieder ein spannendes Thema. Kurzzeitunterbrechung heißt hier in diesem Fall erstmal unter einer Minute und dann die Jahresentwicklung, also Spalte 18, 19 und 2020. Hochspannung mal deutlich weniger geworden, wieder ein bisschen mehr, aber weniger als 18. Ne, in der Mittelspannung deutlich mehr geworden. Kann auch daran liegen, dass natürlich ein gewisser Ausbau von Windanlagen, Solaranlagen in der Mittelspannungsebene passiert ist. Hier könnte am Ende eine bessere Engpasskorrektur im Sinne des Redispatches vielleicht auch helfen. Mal schauen. Niederspannung 2. Vernachlässigbar an dieser Stelle, bei unter einer Minute. Und dann kommen wir zu zwischen 1 und 3 Minuten. Auch da Hochspannung wenig, Mittelspannung ein bisschen mehr. Auch da hoffentlich Redispatch und Co. Niederspannung wirklich wenig. Überrascht jetzt auch nicht, wir haben ja schon ein paar Mal Videos zum SAIDI-Wert gemacht, was ja die Gesamtunterbrechung angeht. Da haben wir ja schon immer gesehen, dass wir in Deutschland vergleichsweise wenig Stromausfälle haben. Information zu Systemdienstleistungen, also Regelenergie und Co. Kapaplanung beim Netzanschluss begehren. Also ich möchte gerne angeschlossen werden. Hier auch mit Kontext der Ladeeinrichtung für Elektromobilität, rausgerechnet Wärmepumpe. Hier mit Wärmepumpe. Einfach ein bisschen mal reinschauen, was sind so die Hintergründe, was ist so der Trend. Man kann hier echt einiges dann doch nochmal rauslesen, wenn man sich damit beschäftigen wollte. Digitalisierungshinweise eher nicht so stark. Schockierend geradezu ist dann hier der Hinweis, Software-Einsatz zur automatisierten Netzplanung. So, wir sind im 21. Jahrhundert, in voranschreitenden 2020er Jahren. Software-Einsatz zur automatisierten Netzplanung. Also, Algorithmen sagen uns, was könnte anhand von allgemeinen Erkenntnissen klug sein, jetzt wo weiterzubauen. Wird eingesetzt. Die wenigsten. Einsatz im Aufbau. Ja, auch nicht so viel. Geplant, auch nicht so viel. Wird nicht eingesetzt, die meisten. Oh. Die Softwareunterstützung gerade in diesen technischen Bereichen ist wichtig, ist wirklich wichtig. Ich kann nicht ganz verstehen, warum das, ich kann natürlich verstehen, warum das nicht passiert, weil wir nun mal in der Energiewirtschaft in Deutschland sind. Wir sind halt ein bisschen hinterher, aber da hätten wir echt viel Potenzial, weil am Ende können uns Algorithmen an solchen Stellen natürlich helfen. Ne? Planungsunterstützung. Das heißt ja nicht, dass dann kein Mensch mehr drüber schaut oder am Ende das letzte Wort hat, aber eine Planungsunterstützung durch Software, da sind wir nun mal im 21. Jahrhundert eigentlich angekommen. Na, okay. Digitale Schnittstellen nach Kundensegmenten. Ne? Immerhin gibt es da durchaus Möglichkeiten für Kundenportale oder die Anbindung. Ich weiß auch nicht, digitale Schnittstelle reicht dann vielleicht auch eine E-Mail. Ich weiß ja nicht, was hier der Anspruch war, der hier formuliert ist. Digitale Schnittstellen, Online-Portale oder Applikationen. Na gut, was sind digitale Schnittstellen? Eine E-Mail ist auch eine Schnittstelle. Ach, nee, also ihr bemerkt ja auch,
Ich zeige euch das hier jetzt mal deswegen, weil es einerseits interessant ist im Sinne des Netzausbaus und des Zustandes der verteilten Netze in der deutschen Energiewirtschaft, was ja entsprechend wichtig ist, gerade auch in der weiteren Integration von erneuerbaren Energienanlagen. Aber der Digitalisierungszustand in der Energiewirtschaft ist ja nun mal so, ich sage es so offen, so miserabel, wie ich es ja auch schon an anderen Stellen erwähnt habe. Und hier kann auf jeden Fall noch einiges passieren. Dieses Dokument rund um den Zustand und den Ausbau der Verteilnetze ist also nicht uninteressant. Schaut ruhig mal rein. Ihr habt am Ende auch noch mal ein paar so ein Glossar, was an manchen Stellen helfen kann, weil es auch ein, zwei absolute Fachbegriffe gibt. Das Dokument ist relativ frisch, ne? Stand April 2022, auch wenn der Bericht natürlich rückwirkend an sich stattfindet, ist das jetzt nicht uninteressant. Schaut ruhig mal rein. Okay, soweit jetzt erstmal zu dem Bericht und zum Zustand und Ausbau der Verteilnetze in der Stromwirtschaft. Habt ihr konkrete Fragen oder Anmerkungen zu diesem Thema, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Geht gerne mal auf n1.de, und zwar eine Lernplattform mit Online-Kursen, E-Books und auch Terminen für Webinaren zum Beispiel, wo ihr ein Ticket kaufen könnt. Und ja, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.